Hallo, hallo, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser magischen Folge geht es um das kecke Mindset der Naivität. Let's go! Du kennst sicher Christoph Kolumbus, ja? Der italienische Seefahrer in spanischen Diensten, der im Jahre 1492 Amerika wiederentdeckte, wollte natürlich eigentlich woanders hin, wie wir alle wissen. Und ja, letztlich aber trotzdem an Land gegangen. Auf dem Thumbnail siehst du ihn, witzigerweise, muss ich dazu sagen, dass es anscheinend kein richtiges Bild von ihm gibt. Es gibt nur Mutmaßungen, wie er ausgesehen hat. Und ich habe der KI einfach gesagt, sie soll ein Bild von ihm erstellen und das kam dabei raus. Also, keine Ahnung, hat die KI jetzt schon eine Vorstellungskraft entwickelt? Man weiß es nicht, aber laut der KI soll das Kolumbus sein. Nicer Typ auf jeden Fall und gibt dir seine Unterschrift. Sehr wild, wirklich sehr, sehr wild. Also er unterschreibt letztlich wie ein Fußballprofi, der gerade irgendwie zu Real Madrid oder so wechselt. Also so ein langes Geschnörkel, nice. Auf jeden Fall. Was hat er mit Naivität zu tun? Wenn wir an Kolumbus denken, dann denken wir so, ja krass. Ja, geht so aufs Schiff, sagt so, yo, wir fahren jetzt darüber und dann entdecken wir die Welt und bam, bam, bam. Aber man muss dazu sagen, dass die heutigen Forschenden wissen, dass sein Schiff und der Proviant und all die Vorbereitungen absolut unzureichend und ja, nicht adäquat waren für den weiten Weg, den er eigentlich für sein richtiges Ziel gebraucht hätte. Das bedeutet konkret, natürlich ist er als der Christoph Kolumbus in die Geschichte eingegangen, ja, mit seiner Entdeckung, Wiederentdeckung. Aber eigentlich ist er gar nicht so krass, sondern das Glück war ihm hold, wie man so schön sagt. Ja, das Glück ist immer mit den Mutigen. Aber war er wirklich so mutig? Nun ja, ich glaube tatsächlich, dass es da eine Korrelation gibt zwischen Mut und Naivität. Weil er eben so fokussiert war, dass er das schafft, war er persönlich in seiner Power Energy, also Intention. Fokus bedeutet immer eine Form von Macht. Und er hat sich nicht irgendwie gewünscht, da anzukommen, sondern dachte, ja, okay, wir fahren da jetzt mal hin, kein Problem. Hier ist mein Schiffchen, hier ist der Proviant. Aber rein realistisch, für das Ziel, was er ja eigentlich angepeilt hatte, wäre das nie ausreichend gewesen. Und auch sein Schiff so von der ganzen Ausstattung her, es war wirklich eher eine, ja, Katastrophe. Also, man kann es gar nicht anders sagen. Und der Vollständigkeit halber muss man auch sagen, dass er natürlich mehrere Reisen unternommen hat und seinen Finanziers immer, ja, viel Gold, Sklaven, alles Mögliche versprochen hat. Und dennoch natürlich all die Reisen nie so easy abliefen, wie man sich das heutzutage vielleicht vorstellen mag. Das war kein schöner AIDA-Club-Modus, ja, wo man da so entlang schippert und den Sonnenuntergang bei einem Eiskaffee genießt, sondern da waren dann Seeschlachten und dann hat er immer wieder mit dem Untergang des Schiffs fürchten müssen, zu kämpfen gehabt, also immer wieder auch Angst. Und wenn er dann zurückkam, teilweise zerstrittene Menschen vorgefunden, ja, immer wieder auch überrascht worden von unerwarteten, ich sag mal, Wendungen des Schicksals. Und letztlich hat ihn aber seine Naivität auch davor bewahrt, aufzugeben. Also natürlich kann man ihn jetzt als mutigen Seefahrer framen und keine Frage, er war ja auch mutig. Andererseits, er hatte eh nicht groß die Wahl, irgendwas anderes zu machen. Und zweitens, Naivität gehört meiner Ansicht nach auch dazu, dass man überhaupt mit irgendwas beginnt. Weil die meisten Menschen heutzutage, die denken, sie brauchen erstmal voll den großen Plan und alles muss bis ins letzte Detail durchdacht sein. Und dann können sie erst starten und dann fangen sie aber nie an, weil sie eben so perfektionistisch rangehen. Selbstverständlich braucht man eine gewisse Grundstruktur und einen gewissen Grundplan. Aber Kolumbus ist wirklich der beste Beweis, dass man mit Naivität sehr weit kommen kann. Weil letztlich war einiges gut gelaufen, was ja auch komplett hätte schief gehen können. Und wenn er sich all der Gefahren bewusst gewesen wäre, dann hätte er sich eventuell nicht auf die Reise begeben oder in diese Abenteuer und neue Projekte gestürzt und gewagt. Ja, drum, ich glaube tatsächlich, dass
Wissen und Informationen Menschen auch zurückhalten können. Weil wenn du jetzt in die Zukunft spulen könntest, sehr viele Menschen denken sich, ach, ich wünschte, ich könnte in die Zukunft sehen, dann wüsste ich, worauf ich jetzt achten muss. Aber willst du das wirklich? Weil alles, was du weißt, kannst du dann nicht mehr loswerden. Du weißt dann ganz genau, ich kann nicht mehr so tun, als wüsste ich es nicht. Und jetzt kann ich zum Beispiel mit dieser Person so nicht mehr interagieren oder ich kann dieses Projekt nicht mehr unterstützen, weil das meinen Werten nicht entspricht und so weiter und so fort. Wir wissen alle, heutzutage gibt es unendlich viele Mindsets und unendlich viele Perspektiven. Ja? Und Information und Wissen kann dich tatsächlich davon abhalten, mutige Schritte ins Ungewisse zu gehen. Das bedeutet konkret, hätte Kolumbus mehr Wissen gehabt und mehr Information, hätte er ein höheres Wissen zum Beispiel über all die Gefahren, die da lauern auf den Reisen gehabt, dann wäre er vielleicht gar nicht losgereist. Dann hätte er es eventuell nicht gewagt. Das heißt, meiner persönlichen Ansicht nach sind Mut und Naivität immer so im direkten Zusammenhang, weil natürlich eine gewisse Unwissenheit und Naivität förderlich ist, wenn es um neue Schritte ins Ungewisse geht. Weil du dir so denkst, ja, wird schon klappen. Ja, er sagt, ja, ich habe ja Proviant, ich habe ja ein Schiff, passt schon, klappt schon. Aber natürlich ist es nicht so easy, wie er sich das dann vorstellte. Ja, und wir kennen das alle aus unserem Alltag. Wir stellen uns Dinge vor und sagen, ja, klappt schon. Und dann merken wir, oh, war doch jetzt nicht ganz so einfach, ja, manchmal, dass da doch Hindernisse kamen, mit denen wir vorher nicht gerechnet haben. Und das sind ja normale Alltagsszenarien, aber der Typ ist ja einfach über den Atlantik geschippert mit irgend so einem Schiff, was also im Vergleich zu der heutigen modernen Schiffsbauwelt natürlich, also von der Qualität unterirdisch war, ja. Also, und auch was die an Essen und so dabei hatten, das hätte ja nie gereicht, wenn er wirklich so gefahren wäre zu Beginn, wie er eigentlich wollte. Und er dachte ja oft, er ist irgendwo und war dann aber ganz woanders. Ja, also hat auch irgendwie gar nicht so viel gecheckt. Also er hat eigentlich viel weniger gecheckt, als er dachte. Aber seine Naivität hat ihn eben dazu inspiriert und immer weiter bestärkt, weiterzumachen, weil er kam ja immer irgendwo an und irgendwie ist immer alles gut gegangen. Deswegen mein Basic Mindset, dass man auch immer eine gewisse Art von Naivität braucht und sich vielleicht nicht immer so bis ins letzte Detail informieren sollte, ja, bei bestimmten neuen Projekten oder wenn du irgendwas Neues ausprobieren willst im Leben, weil wenn du zu viel weißt, dann kriegst du vielleicht Angst und dann lässt du es ganz, ja, also drum lieber so einen groben Plan und den Rest erfährst du dann schon irgendwie auf dem Weg, ja, und letztlich Kolumbus, krasser Typ, reist da die ganze Zeit rum und malt da seine eigenen Karten, dazwischen immer mal wieder Angst, dass er stirbt und ja, wir kennen das ja, also man kann sich das denken, was die da alles erlebt haben und dann eben immer die Reise in eine unbekannte neue Welt, da brauchst du natürlich Naivität, also da brauchst du nicht nur Mut, da brauchst du auch Naivität, weil wenn du nur mutig bist, dann kann es sein, dass dich die Angst irgendwann trotzdem packt und du dann eben den Mut verlierst, beziehungsweise dass die Angst einfach überhand nimmt, ja, weil Mut ist ja nicht die Abwesenheit von Angst, sondern nur die Tatsache, dass du den Fokus eben nicht auf die Angst setzt, sondern eben auf weiteres Handeln. Aber ich persönlich glaube tatsächlich, dass eine gewisse Form oder ein gewisses Maß an Naivität immer hilfreich ist, auch für uns modernen Menschen, weil wir uns sonst alles kaputt denken und nur Angst haben und gar nichts Neues ausprobieren, nie aus dem Bekannten rauskommen, aus Angst, dass wir scheitern könnten oder dass es schief geht. Spoiler, natürlich scheitern wir, natürlich gehen Dinge schief, aber das ist normal. Ja, also Kolumbus ist ja auch nicht einfach hier von A nach B nach C gefahren. Da gab es auch immer wieder irgendwelche, ich sag mal, kleineren und größeren Katastrophen beim Schippern auf dem Meer, ja, also da hat auch nicht immer alles zu 100% gepasst, aber letztlich das Ergebnis zählt und er ist in die Geschichte eingegangen als der, als den wir ihn heute kennen, aber letztlich muss man sagen, dass der Typ auch schon recht verklatscht war. Also es ist nicht so alles planmäßig abgelaufen, wie man das heute vielleicht denkt, ja, wenn du irgendwie als Kind hörst oder dich auch als Erwachsener erinnerst, ja, Kolumbus, der ist dann nach Amerika, krasser Typ. Ja, aber das Wie und was da alles passiert ist und was er dann alles danach noch gemacht hat, ja, und diese ganzen Verhandlungen immer und immer dieses Hoffen, dass ihn irgendwer finanziell unterstützt und dann, ja, die ganzen Dramen und all das, ja, das vergessen wir oft bei Menschen, ja, wir sehen immer nur, was haben die gemacht, aber da führt ja einiges hin,
Ja, da ist ja einiges dazwischen auch passiert, was eventuell so nicht erwähnt wird oder ja, was nicht so den Schwerpunkt bekommt, natürlich, gerade in der Geschichtsschreibung, ja. Aber das ist natürlich spannend, wenn man sich das so für sein Leben überträgt, weil man dann einfach checkt, krass, du musst auch gar nicht alles checken, du kannst auch einfach naiv an die Dinge rangehen. Natürlich solltest du deinen gesunden Menschenverstand immer dabei haben. Aber manche Sachen kann man eben nicht planen bis ins letzte Detail. Und es ist oft auch ganz gut so, weil du dir das dann eben eventuell kaputt denkst. Drum lieber manchmal einfach ein bisschen naiver rangehen. Und aber nicht im Sinne von hoffen und nichts machen, sondern natürlich auch immer in Kombination mit Handeln. Aber so eine Prise Naivität, sage ich mal, ist meiner Ansicht nach sehr förderlich, weil man sich sonst eventuell gar nichts zutraut und auch nicht an den Prozess glaubt, weil du musst ja am Anfang nicht alles können. Es reicht, wenn du dir vorstellen kannst, dass du das so im Laufe des Prozesses und des Weges entwickelst. Ja, und letztlich bist du ja dann irgendwie auch gezwungenermaßen so, also dass du auf dem Weg natürlich das dann wirklich entwickeln musst, ansonsten klappt es nicht. Ja, also das ist dieses klassische Schiffe verbrennen Mindset, die Schiffe hinter sich verbrennen und dann hat man nur noch eine Möglichkeit und zwar nach vorne. Ja, weil du kannst nicht mehr irgendwie zurückreisen. Hierzu habe ich auch mal eine kecke Podcast-Folge aufgenommen. Die erscheint in der Zukunft. Wenn sie da ist, verlinke ich sie in der Beschreibung. Bis dahin, bleib ein bisschen naiv und behalte dir ein gewisses Maß an Naivität, weil wir wissen, alle Menschen, die jegliche Naivität verloren haben, sie werden mit der Zeit verbittert, sogar zynisch und das wirkt sich sehr, sehr negativ auf die Lebensfreude aus. In diesem Sinne, keep it in the villa, sei ein bisschen wie Kolumbus. Ciao.